ich begrüße euch zur nächsten Folge von Transport Fever. Wir sind hier gerade wieder auf unserer Map, wo wir in der letzten Folge gestartet sind. Wir sind hier in unserem schönen Streckenbausegment mit den Steinen und den dem Baumaterial. Und mir fällt gerade ein, habe ich die Züge eigentlich kombiniert? Ja doch, ich habe die Züge kombiniert. Ich war doch nicht so doof und habe die Züge nicht kombiniert. Ich habe die Züge kombiniert. Alles okay. So. Um diesen Steinbruch werde ich mich dann, wenn wir dann mal ein bisschen Geld haben und ein bisschen Ruhe haben, noch kümmern, dass ich den mal ein bisschen schöner baue. Also außenrum ein bisschen gestalte mit ein paar Bäumen. Also wir haben hier ja Bäume, dann kann ich noch Steine hinsetzen. Parkbank und so. Also das müssen wir natürlich obligatorisch machen. Wieder irgendwo unsere Fotoecke, wie wir es auch schon im Trainfever Let's Play hatten. Oh. Mir fällt gerade ein, die Musik ist aus. Musik? Jetzt da. Weil ich spiele nämlich ohne, ich mache mir nämlich immer andere Musik an. Aber so. Haben wir jetzt hier auch wieder Musik. Das ist auch ganz fein. So, ich wollte dann auch hier runter in die beiden Städte eigentlich nach Meinburg und nach Ladenburg kann ich beides mal Güter liefern. Ich muss gerade mal gucken. Du bist 144, 183, 142, 186. Ja, das ist wahrscheinlich hier unten, das so mit Richtung Hauptstadt wird. Also so ein bisschen, was heißt Hauptstadt? Jetzt nicht direkt Hauptstadt als Hauptstadt, sondern mehr so als... Wir versuchen es mal als Hauptstadt zu machen. So, hier unten könnte ich dann Personenbahnhof hinbauen. Natürlich auch Kopfbahnhof. Weil was anderes würde sich hier gar nicht lohnen, weil hier ist eh dann Endstelle. Ich würde das dann... Ja, ich mache ihn zweigleisig, damit er nicht ganz so doof aussieht, glaube ich. Und es wird dann eh halt nur von hier eine Linie nach Wilhelmshaven. Für Wilhelmshaven aus würde es dann verteilt werden, denke ich mal. Wobei, da kann man den aber auch eingleisig lassen. Dann müssen die nicht zweigleisig ausbauen. So, wie viel kostet du hier? 108, 110. Hier wird er immer teurer. In die Richtung, wenn ich ihn so drehe. Ah, machen wir doch glattes Angebot. So wird es teurer. Mach mal 110. 110 sieht gut aus. Mach mal 110. Ach so, ja, weil meine Straßen... Was sind denn das für Straßen? Das sind auch die Pflasterstraßen, die schönen alten. Deswegen sind die auch noch so mit dem Rand. Weil die neueren haben diesen Rand ja nicht. So, aber was ich gleich machen werde, hier die zweite Straßenanbindung, die werde ich noch dran bauen. Wie viel kostet mich das? 106.000 nochmal. Ja. Aber es hat halt den Vorteil, dass wir dann hier gleich rangehen können auch. So kostet es mich nicht ganz so viel, so 80.000. Und wir sehen, der Bahnhof nimmt fast alles mit. Wenn ich jetzt die Straße hier noch ein bisschen weiterführe. Ja, ich wollte sie gerade bitte weiterführen und nicht so komisch. Hallo. Gerade. Ja. Und wenn ich das hier jetzt noch hier anschließe, da sind auch die Häuser hier unten mit drinne. Passt also. Decken große ab und dann kommt noch Bus E hin. Von daher geht das dann auch. Ja gut, der muss eh nur 160, sollte ja definitiv reichen bei dem Bahnhof. Der muss nicht wirklich länger werden dann. Muss ich mal gucken, ob ich eventuell das Gleis hier oben benutze, aber das ist so weit weg. Ich musste eh hier unten hin, dass ich einfach hier eine Parallelstrecke so gesehen ziehe. Hier würde ich vielleicht eine Brücke drüber machen, dass wir den Zug dann nicht ständig aufhalten. Wenn es so ist. So, Baumaterial bringst du noch keins mit. Warum auch? Weil du hast ja noch keinen Abnehmer. Du produzierst schon, aber du nutzt die Linie noch nicht, weil du noch keinen Abnehmer hast. Genau, deswegen müssen wir jetzt hier erstmal den Zug draufsetzen. Wieder unsere schöne Lok. Wir haben ja bisher noch keine andere. Welche ist denn das? Die D13. Und dann nehmen wir dazu passende Güterwagen. 1, 2, 3, 4, 5 würde ich damit jetzt erstmal dranhängen wollen. Und du würdest das Baumaterial dann transportieren. So.
Dann beeil dich mal, dass du hier jetzt rauskommst aus dem Depot. Und in der Zeit, wo das läuft, kann ich mir dann hier schon mal ein bisschen Gedanken machen. Ich würde jetzt nämlich gerne hier so ein bisschen eine Straße rumzimmern. Ja, das passt. Dass wir hier dann auf jeden Fall so ein bisschen Steine noch drumrum machen. Die kosten uns ja glücklicherweise nichts. Deswegen kann man da hier so ein bisschen schon gestalterisch ans Werk gehen. Ich habe das auch schon in meinem eigenen Let's Play, in meiner eigenen Welt schon so ein bisschen gemacht. Aber ich werde hier erstmal die Straße durchziehen. Wir wollen einfach hier so gesehen zum Depot auch noch eine Anbindung haben, die dann aber auch so gesehen vom Steinbruch noch genutzt wird, die sich hier dann so ein bisschen durchschlängelt. Muss ja nicht immer allzu gerade sein. Gerade ist ja auch langweilig. So. Dann schlängelst du dich noch hier durch. Ich weiß, dass das jetzt hier gerade alles Geld kostet, aber das ist so gering. Da kann man das durchaus mal tun. So. Du gehst noch daran, genau. Und dann setzen wir hier jetzt weiterhin noch schöne Steinchen hin. Natürlich kommt hier dann auch entsprechend noch Wald drumrum, dass das Ganze dann auch nach ein bisschen was aussieht. Aber ich möchte das halt hier nicht so ein bisschen stehen lassen. Das sieht halt, finde ich persönlich, so ein bisschen öde aus, weil da halt dann überhaupt nichts dran ist. Und da machen wir es in Form von der Gestaltung, wie es hier drin ist, so ein bisschen mit Büschen, mit Bäumen. Ich will jetzt keinen dichten Wald hier pflanzen, aber so ein bisschen baumig sollte es dann schon aussehen. So, hier außen mache ich dann gleich noch. So, dann kommt da noch was hin, da noch, da noch. Das finde ich halt schön, dass man hier in der Gestaltung durch Geld keine Grenzen gesetzt bekommen hat, sondern dass das auch alles dann frei ist und kein Geld kostet. So, jetzt machen wir hier so quer durch. Und damit das dann auch den schönen Boden bekommt, machen wir dann noch die Büsche hin. Natürlich wird das Depot auch mit von beiden Seiten eingeschlossen. So, es klingt zwar jetzt so maschinengewehrmäßig, weil es einfach nur noch hinsetzen ist im Dauerbetrieb. So. Und hier ist halt noch nicht so freigeräumt, hier ist der Stein noch ein bisschen mehr im Wald drin, weil halt, ja, die erstmal hier drüben anfangen abzubauen. So. Wir können das auch ruhig so ein bisschen bis hier runterziehen, dass wir hier die ganze Fläche auch noch mitnehmen. Das hat dann auch ein bisschen Stil von so einem größeren Steinbruch, der sich dann vielleicht auch nach hier unten mal später erweitert. Ich möchte es halt so ein bisschen aussehen lassen. Das ist, also, ich möchte ein bisschen Schönbau mit reinbringen, sagen wir es so. In kurz und knapp. Weil ich finde, es sieht sonst immer so öde aus. Aber eins will ich mal kurz gucken, ob der hier unten jetzt auch angefangen hat. Genau, Linie zu benutzen. Hier steht jetzt auch schon Baumaterial am Bahnhof. Da passt das. So, wenn dann wirklich auch Objekte sind, also ich würde hier dann auch LKWs reinstellen, wenn es dann die Standobjekte gibt, also ein Kram. Das gibt es halt aktuell noch nicht, ist ja noch nicht so lange raus, das Spiel. Und aktuell kann man auch wirklich schön gestalten bisher, nur so den Steinbruch und das Sägewerk, also nicht das, na gut, das Sägewerk auch, aber wo haben wir es denn mal? Ja genau, hier so eine Holz, ein Wald so gesehen, in dem man einfach einen Wald drum zimmert, noch mehr. Genau. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal hier um unseren Steinbruch weiter, den so ein bisschen auszugestalten. Wir können im Moment eh nicht viel machen, weil das Geld haben wir nicht, eine weitere Linie zu erstellen. Deswegen lasse ich das jetzt auch gerade mal ein bisschen schneller laufen. So. Und da haben wir hier dann wenigstens auch schon mal einen Punkt, wo es schon mal ganz schön aussieht. Und hier dazwischen kommt jetzt, damit der Boden so schön wird, überall noch so, so kleine Büsche. Nicht überall hin, also ich möchte das nicht überall haben, aber so, dass es so eine Mischung aus dem Hellgrün und dem Dunkelgrün wird. Weil da drin ist es ja auch so eine Mischung aus dem Hellen und dem Dunklen. So, hier können wir mal noch einen Stein dazwischen hauen. Ja. Das Abreißen von den Dingern kostet wieder was. Das Hinsetzen nicht, aber das Abreißen, das ist ja auch cool. Also cool ist es nicht. Irgendwie finde ich das ein bisschen doof, aber Bäume.
brauche ich hier noch ein paar. Hier drüben mache ich sowieso gleich noch. Ah, ich finde, wenn man dann auch hier mit dem Zug lang fährt, sieht das dann auch viel schöner aus, wenn das so ein bisschen dichter ist. Er kommt hier drüben dann noch so eine Stelle hin, da kann man dann hier auch nochmal den Weg so ein bisschen reinführen. Und auch auf die Seite können wir dann die Straße noch führen. Kommen wir hier mit einem Bahnübergang drüber. Ja, perfekt. Da würde ich jetzt hier nämlich so die Straße noch so durchlegen. Hier so ein bisschen rum. Auch hier so ein bisschen durch. Und dann hier vorne drauf. Genau. Da haben wir dann hier nochmal einen Straßenanschluss. Muss ich natürlich hier auch erstmal wieder schön zumachen. Dass das auch schön aussieht dann. So, da haben wir das schon mal. Hier fehlt es auf jeden Fall ein bisschen, dass es dunkler wird, der Boden. So, da kann man auch hier dann nochmal mit kleinen Steinen durchgehen und hier nochmal ein paar kleine Steine reinsetzen. Ah, ich finde, so sieht das dann doch schon wesentlich schöner aus, als wenn man dann nur so das kleine Ding hat. Das sieht irgendwie so ein bisschen öde aus, finde ich. Das sieht so alleingelassen, so ein bisschen in die Natur einfach reingestellt aus. Und ihr seid schon voll. Ihr seid schon voll und du transportierst auch schon fast mehr Baumaterial, als du fahren kannst. Ah, Überlegung, vielleicht den dritten Zug draufzusetzen. Muss mal schauen, unsere Linien sind aktuell noch nicht so rentabel. Aber ich denke mal, je mehr da jetzt zusammenkommst, desto besser wird's auch. Du kannst gleich wieder umdrehen, weil hier wartet gerade noch nichts. Deswegen kannst du gleich wieder zurückfahren. Da muss der nämlich nicht warten. Ich glaube, da mache ich den dann auch erstmal zweigleisig nochmal. Keine zweite Straßenanbindung, aber zweigleisig ausrüsten. Da geht jetzt zwar der ganze Stein verloren. Es ist jetzt auch nicht ganz so schön, aber ich kann hier wenigstens. Ja, was kann ich hier wenigstens? Ach so, ich kann hier wenigstens die Linien auf zwei Gleise laufen lassen. Was schon mal sehr viel wert ist, weil da halten die sich nicht gegenseitig auf. Da kann ich. Ja gut, der kommt dann eh irgendwann wieder zurück. Ja, okay, gut, der fährt jetzt auch wieder zurück. Macht nichts, ist nicht so schlimm. Der fährt auch wieder. Gut, da haben wir jetzt nur gesehen eine Leerrunde. Geht zwar ins Geld. Naja, kann ich jetzt nicht ändern. Ist jetzt so, aber das wird schon. Ist jetzt nicht so, dass wir nur Minus machen hier. So, da würde ich hier nochmal runtergehen Richtung dem Bahnhof. Nochmal hier so eine kleine Kurve machen. Ich weiß, der Stein geht weg, aber wie gesagt, der hat uns eh nichts gekostet. Von daher tut das jetzt nicht weh. So, und da können wir dann hier auch parallel nochmal hier so lang. Dann vielleicht hier nochmal so eine Straße rein. Einfach so. Das ist gleich auch nochmal hier so. So nochmal. Wo das dann einfach so dann noch ein bisschen hier reingeht. Und dann einfach dort endet. Genau. Dann kommen jetzt nochmal unsere Steine zum Einsatz, wo wir dann hier noch so ein paar von den Brocken verteilen werden. Hier so. So. Und auch hier gibt es noch Brocken, die verteilt werden müssen. Ja, hier in der Mitte werde ich logischerweise keine Steine setzen. Da werde ich gucken, dass ich einen schönen Baum kriege, den ich da reinsetzen kann. So, das finde ich halt ganz cool, dass man hier eben auch gestalterisch ein bisschen uneingeschränkter ist, da das halt nichts kostet. Das finde ich dann doch schon recht angenehm. So, die haben sich extra eine Stelle ausgesucht, wo viel Stein ist, hier, um ihren Steinbruch hinzubauen. Da macht man natürlich hier drüben auch noch so eine Straße rein, die dann hier bis nach hinten geht. Und natürlich verbinde ich die jetzt hier nicht, weil sonst würden alle Autos hier lang fahren. So, hier mal noch die Straße rein und da noch rein. Das mache ich jetzt hier nicht extra noch,
So. Aber da haben wir dann doch schon mal eine richtig schöne Produktion hier unten. Was mich sehr freut. Denn ich mag sowas. Ich habe das, wie gesagt, auch auf meiner eigenen Karte gemacht. In etwas kleiner, muss ich ehrlich zugeben. Das war dann nicht ganz so groß. Also es war wirklich wesentlich kleiner. Aber umso größer wir hier sind, umso schöner wirkt das dann am Ende. Aber ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle erstmal die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ja doch schon ein bisschen was geschafft. Auch wenn das natürlich hier sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Unsere Züge, die fahren hier ganz fleißig ihren Stein und ihre Baumaterialien schon hin und her. So wie das sein soll. Das passt auch bisher schon richtig gut. Genau, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, tschüss, schönen Tag noch und bis zum nächsten Let's Play. Tüdelü.